Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dauntless-Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal die Inselentdeckungen zeigen. Ich zeige euch mal hier im Menü, was ich damit meine. Und zwar, wenn ihr auf Quests und Fortschritte geht und im Logbuch mal reinschaut, habt ihr hier einen Reiter namens Sammlungen. Und da könnt ihr hier bei Entdeckungen verschiedene Sachen entdecken. Die ersten 3, 6, 9, 12, 15. Die ersten 15 Entdeckungen hier könnt ihr alle in Rumsgate sehen. Also auf der Startinsel sozusagen könnt ihr die finden. Alle weiteren Entdeckungen, ich habe hier sogar noch ein paar Fragezeichen, aber die werden wir mit der Zeit zusammen aufdecken. Alle weiteren Entdeckungen werdet ihr auf den verschiedenen Inseln finden. Meist eine pro Insel. Es gibt aber auch beispielsweise hier die letzten 5. Da habe ich schon ein Video gemacht. Die sind alle auf der Insel Brandwerke zu finden. Und da, wenn ihr diese 5 hier findet, bekommt ihr sogar einen kostenlosen Pistolentransmog. Alle anderen, wie gesagt, sind auf den verschiedenen Inseln zu finden. Und ich zeige euch jetzt die ersten 10 im ersten Video. Und wir starten also, indem wir auf Jagd gehen, auf Jagdgründe. Und die allererste Insel hier oben ist die Emberdornbucht. Da fliegen wir jetzt hin. Let's go. So, und da sind wir auch schon angekommen. Und dann geht es hier auch los. Am besten zieht er den Gleiter. Ah, das war nicht perfekt von mir. Laufen wir dann doch. Okay, geht besser. Ihr könnt quasi über diese ganze... über dieses ganze Tal hier drüber gleiten. Wir kämpfen natürlich jetzt hier nicht, sondern ich zeige euch die erste Entdeckung. Ihr lauft einfach vom Startpunkt aus geradeaus, bis ihr hier den Berg wieder hochlauft und lauft dann hier, ja, quasi hier so einmal rum. So, und dann kommt jetzt auch schon die erste Entdeckung hier. Haben wir die erste Entdeckung, und zwar ist das der ätherische Meteorit. Wunderbar. Hier sind so ein paar kleine Viecher wieder, die nerven. Ich werde jetzt direkt von hier aus zur zweiten Karte springen. Borealen Außenposten angekommen, fliegt ihr am besten mit dem Gleiter direkt durch diese komisch aussehende Schlucht hier. Und fliegt dann so ein bisschen hier links am besten vorbei und springt hier auf den Geysir. Fliegt hier hoch und hier seht ihr schon, sind so komische Kugeln im Schnee. Und ihr klickt hier die hinten an und habt das Schneeschlachtfeld gefunden. So, und von hier aus geht es dann direkt weiter, und zwar... Jagdgründe, und dann schauen wir uns mal die dritte Karte an, und zwar der Fels der Offenbarung. Los geht's! So, auf dem Weg angekommen, lauft ihr am besten hier diesen Weg. Nehmt den zweiten Geysir hier. Springt mit dem rüber. Und fliegt hier lang, das ist nämlich dieser Baumstamm hier hinten. Das Ding, Genascherspur. Das ist euer nächste Entdeckung quasi. So, ich starte direkt die nächste, will aber mal erstmal hier von diesen Viechern weg. Und dann gehen wir auf Jagd. Und werden... zu den rastlosen Sanden gehen. So, in den rastlosen Sanden angekommen, nehmt ihr hier diesen Weg auf zu dem Geysir, den ihr da oben seht. Ah, ich habe einen Verfolger. Und zieht am besten am höchsten Punkt euren Gleiter. Und dann fliegt ihr rein theoretisch einfach nur geradeaus durch, an den Bäumen vorbei hier, und landet hier unten an eurer nächsten Entdeckung. Und zwar das verlassene Slayer-Lager.
So, habt ihr wieder einen Punkt gefunden. Abgehakt. Nächste Karte. Und zwar sind es die Eisenfälle, da reisen wir jetzt hin. So, angekommen. Der Weg an den Eisenfällen ist gar nicht so lang bis zu der Entdeckung. Ihr geht hier einfach am ersten Behemoth quasi vorbei. Normalerweise würdet ihr jetzt da oben auf diesen Geysir springen, um die Insel hochzugehen. Wir machen aber was ganz Untypisches, denn wir springen einfach hier runter. Zack. Und da sind wir auch schon angekommen, hier an dem Banner. Das ist nämlich der Cypher-Schlag oder Cypher-Schlag-Banner und eure nächste Entdeckung. So, und dann können wir auch direkt schon mit der nächsten starten. So, diese Karte hier heißt Aurichs Gipfel oder Aurichs Gipfel, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und ihr geht einfach hier straight geradeaus durch diese kleine Felsformation. Dort hinten den kleinen Weg hoch. Der Weg ist ein bisschen länger, quasi einmal durch die gesamte Karte. Dann springt ihr hier an diesem Felsvorsprung und fliegt ungefähr hier durch diese Bäume hier so durch. Am besten so weit wie möglich könnt ihr hier gleiten. Denn hier seht ihr schon diese Häuser, die hier kommen, diese kleinen Strohhütten. Und genau an dieser Laterne hier ist eure nächste Entdeckung. Und zwar ist der verlassene Fastlayer-Unterschlupf. So, hier sind wir so ein paar kleine Viecher, die uns ärgern wollen. Ich gehe mal einfach so ein bisschen weiter von denen weg und suche dann die nächste Karte. So, auf Frostmarsch angekommen, folgt ihr diesem Weg. Ihr springt einfach hier auf den ersten Geysir und macht dann hier kehrt und springt auf diesen Geysir, der euch da ganz oben auf diese kleine Insel bringt. Zieht am oberster Stelle einfach euren Gleiter, denn wir müssen eigentlich hinten zu diesem Wasserfall mit zugefrorenem See. Denn hier hinter, hier ist so eine kleine Kante. Hier hinter ist unsere nächste Entdeckung. Und zwar ist das ein ungewöhnlicher Helm oder der ungewöhnliche Helm. Diese Viecher hier, die kommen natürlich immer, die werden hier immer getriggert. Ich versuche denen mal zu entfliehen. Und dann suchen wir hier schön im Wasserfall unsere nächste Karte. So, auf der Donnerwacht angekommen, haltet ihr euch relativ weit links in Richtung Behemoth, den ihr da sehen könnt. Aber wir fliegen quasi noch weiter links daran vorbei. Wir können hier den Geysir nehmen, um uns nochmal hoch zu pushen und dann einfach hier über die Bäume rüber. An der Palme vorbei und hier unten. Dieser Stab, der hier steht, den können wir antriggern. Und dann haben wir die verlassene Bock Ranch. So, also, auf zum nächsten. So, auf der Schicksalstorheit angekommen, nehmt ihr hier den ersten Geysir, den ihr hier seht. Und am besten zieht ihr an der höchsten Stelle schon mal euren Gleiter, weil ihr müsst jetzt ein ganzes Stück gleiten über diese spitze Kante hier rüber. An diesem Loch vorbei, hier, da wo die gerade kämpfen, oben am besten landen. Fliegt so weit ihr könnt durch diesen Wald. Ich hätte noch ein bisschen weiter fliegen können, aber ich bin abgestürzt. So, und dann geht ihr am besten hier hoch. Und hier, die Kiste nehmen wir natürlich mit, wenn die schon mal hier steht. Aber hier der in der Erde vergrabene Anker, das ist unser Ziel. Das ist der Korsarenanker. Und somit haben wir jetzt die ersten, oh, da will ich nicht runter, die ersten 10 Entdeckungen der Inseln. Es werden noch weitere 10 folgen. Wie gesagt, Brandwerke, die allerletzte Karte, habe ich euch schon gezeigt.
Und dann haben wir es alle durch. Also im nächsten Video, Part 2, wieder mit dabei sein. Diesem Video auf jeden Fall ein Like da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr mich noch nicht kennt und gerne Dauntless Videos schaut, dann natürlich auch ein Abo. Dann verpasst ihr hier nichts und auf keinen Fall verpasst ihr das zweite Video. Also, macht's gut, bis dann, ciao.